Gerade in der heutigen Corona-Zeit haben Online-Konferenzen ziemlich an Bedeutung gewonnen. Doch Skype oder Zoom gibt es eigentlich schon viel, viel länger und wird auch schon sehr lange von vielen Leuten regelmäßig benutzt, um zu telefonieren, chatten oder um sich auch über die Webcam zu sehen. Habt ihr bei einem Skype-Call eigentlich immer genau darauf geachtet, was dort im Hintergrund so alles passiert? Jedes kleinste Detail kann die gruseligsten Geschichten entstehen lassen. Viele Menschen sind in diesem Programm bereits gruselige Dinge passiert, über die ich heute berichten werde. Hallo zusammen! Falls ihr regelmäßig Skype benutzt, werdet ihr euch das nach diesen gruseligen Stories wahrscheinlich noch einmal genau überlegen. Ich hatte wirklich bei jeder einzelnen dieser Erlebnisse eine Gänsehaut. Nummer 1. Ein Pärchen skypte nahezu jeden Tag, aus dem einfachen Grund, weil sie sich aufgrund einer Fernbeziehung nicht sehen konnten. Die Frau meinte dann irgendwann, sie ist gleich wieder da, sie macht sich nur etwas zum Essen in der Küche. Als die Frau dann in der Küche war, schaute der Mann währenddessen weiter YouTube-Videos. Ich hoffe sehr die Mythenakte-Videos, als er plötzlich ein komisches Geräusch über Skype hörte. Scheinbar kam es aus ihrem Mikrofon. Obwohl er aber sah, dass sie noch nicht zurück war, hörte er ein Geräusch, das so ähnlich klang, als würde irgendetwas über den Boden geschliffen werden. Nachdem dieses Geräusch aber wieder verschwunden war, war er überzeugt davon, dass es sich irgendwie nur eingebildet hatte. Doch dann hörte er ein Quietschen einer Schranktür und sie war aber immer noch nicht zurück. Er hörte weiterhin komische Geräusche und ging nun davon aus, dass jemand heimlich in ihrem Zimmer sein muss. Letztendlich hörte er plötzlich so einen lauten Knall, dass er zusammenzuckte. Es klang so, als wäre die Schranktür zugeschmissen worden. Als hätte sich jemand darin versteckt. Der Mann wurde panisch, versuchte sie auf dem Handy zu erreichen, doch es klingelte nur über Skype, weil ihr Handy neben dem PC lag. Als sie endlich mit dem Essen zurückkam und ihm sagte, dass sie in der Küche fertig ist, schrie er sofort los, dass sie sofort ihr Zimmer verlassen soll, denn er hat eindeutig durch ein Mikrofon gehört, dass jemand oder etwas in dem Zimmer sein muss. Die Frau aber war verwirrt und sagte, dass er keine Geräusche gehört haben kann, weil sie ihr Mikrofon auf stumm geschalten hat, bevor sie wegging. Er hörte auf einmal wieder seltsame Geräusche und begriff erst dann, dass die Geräusche gar nicht aus ihrem Mikrofon kommen, sondern aus seinem Zimmer. Nummer 2. Die zweite Geschichte hat jemand wirklich so in einem Forum gepostet, weshalb ich die gruselige Skype-Geschichte einfach gleich zitieren werde, um so authentisch wie möglich zu halten. Das ist zwar nicht mir, aber meinem Cousin passiert. Ich bekomme eine Gänsehaut und furchtbare Angst, weil ich nur daran denke. Die Geschichte ist zu 100% wahr und ich wüsste auch nicht, warum er mich anlügen sollte. Mein Cousin Nicky war mit seiner Freundin Sam an einem Freitagabend gegen 1 Uhr morgens auf Skype unterwegs. Sie haben zusammen gecampt. Sie bat ihn sogar vorbeizukommen, aber weil es schon so spät war, wollte er jetzt nicht unbedingt noch rüberfahren. Irgendwann, während die beiden skypen, sieht Nicky, wie die Schranktüre hinter Sam ein Stück aufgeht. Er erzählt ihr das natürlich sofort und Sam drehte sich um, sah auf die Schranktüre, aber ihr fiel nichts Ungewöhnliches auf. Sie war sich zu dem Zeitpunkt auch nicht mal sicher, ob sie die Schranktüre nicht vielleicht sogar einen Spalt offen gelassen hatte. Etwa eine halbe Stunde später sah Nicky, wie die Schranktür noch weiter aufgeht. Noch ein Stückchen mehr. Sam bemerkte es diesmal auch, dass ihre Schranktür definitiv ein wenig weiter offen war als vorher, aber sie erklärte ihm gleich, dass sie das Fenster offen hat und es sehr wahrscheinlich einfach nur ein Windzug war, der die Tür noch ein wenig aufgedrückt hatte. Wieder ungefähr eine halbe Stunde später sah Nicky im Hintergrund, wie jemand den Schrank komplett öffnete
und aus dem Zimmer ging. Er konnte es aber nicht so richtig erkennen, vor allem in der Webcam ist das alles ein bisschen schwer zu erkennen. Sam schien davon aber nichts bemerkt zu haben. Mein Cousin war zu dem Zeitpunkt total geschockt und erschrocken, wegen dem, was er da gesehen hatte. Aber er hatte auch zu dem Zeitpunkt schnell eine passende Erklärung für sich selbst gefunden. Es musste wahrscheinlich ihr kleiner Bruder gewesen sein, der sich einfach im Schrank versteckt hatte und jetzt aus seinem Versteck gekommen ist. Aber was dann Sam zu ihm sagte, verpasste ihm sofort einen kalten Schauer. Denn sie war zu dem Zeitpunkt völlig allein zu Hause. Er fing an, sie sofort anzuschreien, dass sie die Zimmertür abschließen soll und die Polizei rufen soll. Er ist gleich bei ihr. Er fuhr sofort los und so schnell er konnte zu ihr und alarmierte nebenbei die Polizei. Als er bei ihr ankam, war die Polizei bereits vor Ort. Die Haustür stand offen und er rannte hinein und hoch zu ihr. Sie kauerte nur verstört und ängstlich in einer Ecke des Zimmers. Die Polizei erzählte ihm dann, dass sie, als sie die Tür absperren wollte, einem völlig Fremden gegenüberstand, der durch die Tür in ihr Zimmer starrte. Schlussfolglich musste derjenige auch schon wer weiß wie lange in ihrem Schrank gewesen sein und wäre es vielleicht auch noch länger gewesen, wenn mein Cousin das nicht beim Skypen aufgefallen wäre. Der Stalker oder was auch immer das für ein kranker Mensch war, wurde leider nie gefasst. Und sie ist seitdem total verstört, ob nicht ein Fremder in ihrem Haus oder in ihrem Schrank ist. Nummer 3. Diese Geschichte handelt diesmal von einer Person, die nicht direkt mit jemandem geskypt hat, sondern eigentlich einfach nur am Computer war. Wie bei vielen üblich, war er aber nebenbei bei Skype online und während er eben andere Dinge erledigte, ich hoffe auch er hat mitnackte Videos abgecheckt, jedenfalls bekam er dann einen Videoanruf bei Skype. Das ist grundsätzlich ein nichts Ungewöhnliches für ihn gewesen, weil er immer wieder mit einigen Leuten geskypt hatte. Doch er merkte schon beim Anrufsymbol selbst, dass irgendetwas nicht stimmt, denn er konnte den Namen der Person nicht sehen. Dort, wo normal der Skype-Benutzername steht, war einfach ein leeres Feld. So als würde der Benutzername nur Leerzeichen enthalten. Und so jemanden hat er aber definitiv nicht in seinen Kontakten. Auch ist es eigentlich unmöglich, ihn anzurufen, ohne mit ihm befreundet zu sein. Diese Funktion hat er wie die meisten Leute abgestellt. Er kam aber schnell auf die Idee, dass es nur ein Freund sein könnte, der sich irgendwie umbenannt hat oder sich einen zweiten Account erstellt hat, um ihm einen Streich zu spielen. Also nahm er den Anruf an, um denjenigen zu enttarnen. Doch er sah im Videofenster niemanden. Es war einfach nur komplett schwarz. Er schrie Hallo in sein Mikrofon, doch es kam keine Antwort. Er hörte auch kein Rauschen oder irgendwas im Hintergrund, so als wäre das Mikrofon des Gegenübers stumm geschaltet. Er beschloss daraufhin, einfach mal in den Chat Hallo zu schreiben. Auch hier bekam er aber keine Antwort. Er beendete den Anruf und dachte sich, das sei einfach nur ein ziemlich schlechter Scherz gewesen. Als er von diesem Konto plötzlich eine Chatnachricht bekam, geh nicht weg von mir. Die Nachricht fand er irgendwie unheimlich. Klar, wer würde das nicht? Also entschloss er sich nochmal zu fragen, wer da ist. Er erhielt daraufhin wieder einen Anruf und er nahm ihn an, um endlich herauszufinden, wer ihn da verarschen will. Diesmal kam auch ein Audiosignal durch und er hörte ein lautes Keuchen. Die Kamera war aber immer noch schwarz, bis sie dann ganz leicht plötzlich aufflackerte. Doch er hatte große Schwierigkeiten, auch nur irgendwas im Ansatz zu erkennen. Er dachte wieder nur daran, dass es eigentlich nur irgendein Freund war, der ihm einen dummen Streich spielt, und irgendwie wirkte es ja dann auch, denn er hatte wirklich Angst. Er versuchte dann die Situation endgültig aufzulösen, indem er schon sehr genervt und leicht aggressiv fragte, sag mir jetzt endlich, wer der ist, du Penner. Er hörte wieder ein komisches Keuchen, aber er hatte diesmal das Gefühl, dass es von seinem dunklen Zimmer kam, nicht vom Mikrofon. Er drehte sich sofort um und sah durch sein Zimmer, doch er erkannte nichts. Es war viel zu dunkel durch den schwarzen Skype-Anruf, war die Bildschirmbeleuchtung auch relativ bescheiden und nicht ausreichend, um etwas im Zimmer erkennen zu können.
Er dachte, er ist nur ein wenig paranoid durch die Angst und dass dieses Keuchen wahrscheinlich dann doch aus den Kopfhörern gekommen sein musste. Also drehte er sich wieder zu seinem Computerbildschirm und er versuchte nochmal genau zu erkennen, was in der Cam zu sehen ist. Er sah jetzt etwas wie ein schwaches Licht und dieses Licht wurde immer wieder ein bisschen größer, als würde die Person auf etwas zugehen. Als er dann seinen Kopf näher zum Bildschirm bewegte, um zu erkennen, worauf die Person zugeht, sah er in der Kamera, wie sich eine Person näher an das schwache Licht beugte. Er sah sich selbst. Was haltet ihr von diesen verdammt gruseligen Skype-Geschichten? Denkt ihr, die sind alle wirklich so passiert oder von den jeweiligen Leuten einfach nur erfunden? Wie auch immer die Realität aussehen sollte, gruselig waren auf jeden Fall alle drei davon. Ich hatte wirklich bei jeder Geschichte eine Gänsehaut. Habt ihr bei Skype oder bei Ähnlichem auch schon mal etwas Gruseliges erlebt? Benutzt ihr überhaupt Skype? Schreibt das alles gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch einen zweiten Teil von so gruseligen Skype oder auch Zoom-Stories wünscht, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, dann weiß ich gleich Bescheid und teilt das Video unbedingt mit allen Leuten, die Skype oder Videochats benutzen. Man sollte da scheinbar wirklich vorsichtig sein und genau darauf achten, ob man in der Cam des Gegenübers etwas Seltsames sieht. Vielen Dank an der Stelle an die tollen Patreon-Supporter und auch an die Kanalmitglieder. Ihr ermöglicht diese Videos. Sehr gerne noch das Video liken und teilen, das hilft mir sehr. Abonnieren und Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen.